Mein Name ist Ruth Seidel, ich bin Sprecherin für Wissenschaft, Forschung und Innovation seit 2000 in der Grünen Landtagsfraktion und Obfrau im Wissenschaftsausschuss. 1991 bin ich in die Partei der Grünen eingetreten. Ich war damals Kreisgeschäftsführerin der Grünen im Kreis Heinsberg. Und 3 Jahre später wurde ich dann auf dem Parteitag in Siegburg zur Landesgeschäftsführerin gewählt. Habe dann mit Rainer Brigen und Barbara Steffen zusammen auch im Landesvorstand gesessen und war dort 6 Jahre lang, bis ich 2000 in den Landtag gewählt worden bin. Aber meine grüne Sozialisation hat natürlich schon viel früher begonnen, nämlich in den 80er Jahren, als ich in Bonn und Freiburg studiert habe. Damals haben sich die Grünen ja in Karlsruhe gegründet und ich war quasi Teil dieser Friedensbewegung, der Frauenbewegung und der Ökologiebewegung, insbesondere in Freiburg. Ja, wir haben ja eine riesige Hochschullandschaft in Nordrhein-Westfalen, die größte Forschungs- und Wissenschaftslandschaft in Europa. Und es macht natürlich viel Spaß, in diesem Bereich, in diesem großen Bereich auch zu arbeiten. Und mir liegt viel daran, vor allen Dingen das Thema Bildungsgerechtigkeit zu stärken. Und es ist uns ja auch gelungen, mit der Abschaffung der Studiengebühren die Autonomie der Hochschulen zu stärken, aber auch die Exzellenz der Forschung, dieser riesigen Forschungslandschaft, die ja auch eine wichtige Säule ist für die Gesellschaft und für die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Ein wichtiges Anliegen, die Freiräume für unsere Hochschulen zu erhalten, aber wir bleiben dabei nicht stehen. Wir verbessern auch die Karrierewege für Frauen in der Wissenschaft. Um auch in Kommunikation zu treten mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und auch mit den Studierenden, machen wir auch regelmäßig Hochschultouren. Wir sind gerade dabei, auch durch Nordrhein-Westfalen wieder eine Hochschultour zum Hochschulzukunftsgesetz zu machen und sind insofern im ständigen Dialog mit den Menschen auch vor Ort. Aber auch in meinem Wahlkreis werde ich sehr oft angesprochen und ich setze mich gerne für die vielfältigen Anliegen der Menschen auch gerade im Kreis Heinsberg ein. Und da ist eben alles auf der Tagesordnung, was die Menschen betrifft, ob es jetzt die Umgehungsstraßen sind oder ob es die Kultur ist, die Kultureinrichtungen sind, die Kreismusikschule ist oder die Einrichtung einer Ganztagsschule. Wir kümmern uns auch in meinem Büro um all diese Angelegenheiten und haben auch einen regen Austausch, ob das hier im Landtag ist oder eben zu Hause in meinem Wahlkreisbüro. Ja, ich bin verheiratet, habe 3 Kinder und inzwischen 7 Enkelkinder. Das Jüngste ist gerade geboren. Und die großen Kinder haben eben schon das Haus verlassen. Und ich habe noch einen 19-Jährigen, der noch zurzeit zu Hause wohnt, aber bald auch wahrscheinlich ein Studium aufnimmt. Ja, wenn die Gelegenheit dazu ist, dann gehe ich gerne in meinen Garten und entspanne mich dort ein bisschen, nehme ein Buch mit und lese ein wenig und genieße die schöne Landschaft. Spiele aber auch gerne Klavier. Das ist das, was ich schon seit vielen, vielen Jahren mache und begleite manchmal meinen Sohn, der auch sehr schön Cello spielt, oder mit einer Freundin zusammen spielen wir vierhändige Klavierstücke.